Wir sind bei Burger King, denn hier gibt's noch in der King Selection ein weiteres Update, nämlich der King Selection Beef. Gibt's jetzt in der Version 2.0 und den probieren wir auch nochmal aus. Willkommen bei der Food Show. Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Burger King, das zweite Mal heute, weil wir hatten gerade schon Burger bei Burger King. King Selection Beef 2.0. Ja, kein Spaß oder kein Witz. Die haben den geilen King Selection Beef verändert. Ich hoffe nicht zum Negativen. Ich würde sagen, der King Selection Beef, das war ja, wo es wirklich losgeht. Ich blinke hier nochmal das, hier oder hier, das erste Video davon ein. Damals, als der rauskam. Mega, mega geil. Dazu gab es ja den ersten, zweiten Editionsburger dazu, der jetzt ja immer kontinuierlich wechselt. Was ihr gerade im Video vorher schon gesehen habt oder wenn ihr es gleich nochmal sehen wollt. Ich kann es euch, glaube ich, hier auch nochmal einblenden, da oder da. Und am Ende des Videos verlinke ich den auch nochmal. Der King Selection Champ and Cheese, also ein Champignon-Burger mit Käse. Ob der geil war oder nicht, das erfahrt ihr natürlich in dem Video. Ich verrate es jetzt nicht. Aber den Originalen, der geht immer und den haben sie verändert. Was haben sie verändert? Ich kann einmal ganz kurz euch die Zutatenliste vorlesen oder hier den Zettel einmal. Ich blende es hier ein. King Selection Beef. Bla bla bla, wie immer, 150 Gramm Beef, was ja immer sehr geil ist, muss ich sagen, bei denen, dieses saftigere Beef, weil es einfach dicker ist, mit knackigen, frischigen Rucola, Bacon, was für Gourmet-Freunde, mit Brioche-Bann, so hat es ja damals auch alles angefangen, der Chimichurri-Soße, mit der Export-Soße-Würze, mit feinen Kräutern, Oregano, Thymian, Limettensaft, Lorbeer, ein Haufen Knoblauch und jetzt mit einer Barbecue-Soße extra. Also die Barbecue-Soße dazu bekommen und das noch vielleicht ein bisschen rauchiger zu bekommen. Ich hoffe, es macht es nicht schlechter. Gibt es als Double und als Nicht-Double. Preislich liegt dabei 7,49 Euro für den normalen und das Double 9,49 Euro. Geht auch im Menü, so wie ihr das immer wollt. Ich kaufe die ja von Zesten immer einzeln. Aber ich feiere diese Burger einfach allein von der Optik. Alleine hier, der Double. Sieht einfach mega geil aus. Ihr kriegt jetzt nochmal eine Nahaufnahme, eine richtige. Und dann probieren wir sie. Und hier seht ihr beide nochmal in der Nahaufnahme. Es sind natürlich die klassischen Burger, wie gesagt. Es ist nur das Update mit der Soße, aber sie sehen einfach gut aus. Das müssen wir einfach mal so sagen. Das ist natürlich der Double, das ist der Single. Und ordentlich Salat, geile Soße, Tomate, Barbecue-Soße, Käse. Unten drunter ist auch noch eine Soße, die kann ich jetzt nicht so hoch machen, sonst fliegt mir der Käse weg. Und hier ist natürlich das Gleiche nochmal, nur in der Version mit einem Patty. Jetzt ist gleich nur die Frage, schmeckt das jetzt wirklich besser oder haben sie ihn verschlechtert? Wir gehen rein ins Auto und probieren. Und da seid ihr wieder da und jetzt wird probiert. Wie gesagt, dieser King Selection Beef, auch immer ganz wichtig, der bleibt ja auch immer. Der ist immer der Standardburger, den ihr immer kaufen könnt, jetzt nur in der neuen Version. Und jetzt gerade den Champignon, davor gab es den, ich habe schon wieder vergessen, der war auch lecker. Da gibt es ja immer wieder mal ein Update. Alle paar Monate gibt es einen zusätzlichen zu diesen. Und ich bin jetzt mal gespannt, was der kann. Darum beiß ich mal rein, obwohl ich noch ein bisschen satt bin gerade von den anderen Burgern, aber hilft nichts. Darum, bis gleich. Ja, und da sind wir wieder da. Und ich kann euch sagen, er ist lecker, immer noch sehr, sehr lecker. Die Barbecue-Soße, macht ihn aber wirklich anders. Er schmeckt jetzt mehr, muss man sagen, mehr Burger King-like. Weil der vorherige war für Burger King vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil er sehr frisch und saftig war. Das ist jetzt nicht negativ gemeint. Aber der neue mit der Barbecue-Soße macht es so dieses Rauchige, was man von Burger King sehr mag. Was aber ungewohnt ist, wenn man den vorigen liebt. Also ich finde ihn sehr gut. Ich würde ihn mir trotzdem wieder kaufen. Er kriegt auch weiterhin seine 5 von 5 Punkte, weil ich den echt lecker finde. Er ist aber nicht mehr der Burger, den wir vorher kannten. Es ist wirklich eine neue Rezeptur, ein neuer Geschmack. Und wer den alten liebt, wird den alten vielleicht sogar vermissen. Weil ich fand den alten auch sehr gut. Ich wäre cool, wenn es den ohne die Barbecue weiterhin gäbe. Also mit der alten Rezeptur. Sodass man sich entscheiden kann zwischen den und dem 2.0. Vielleicht kommt das ja. Aber er ist lecker. Das muss man sagen. Also es ist ein leckerer Burger. So, ich werde hier langsam eingekesselt von anderen Leuten, die hier auch essen und dann immer wieder rüber gucken. Was macht denn der da mit der Kamera? War gerade schon, jetzt sind welche gegenüber von dem Burger King hier, ist eine Spielothek. Also wirklich nur so 10, nicht mal 10 Meter, das sind vielleicht 3 Meter oder so, 3, 4 Meter. Und da gehen immer wieder Leute vorbei und als ich draußen so Videos mache, beobachten die einen immer und erzählen, wenn sie weggehen, tuscheln sie immer. Finde ich immer sehr lustig. Naja, ich beiß jetzt nochmal den Double. Ich hoffe mal, der ist noch genau auch so geil. Und ja, dann sind wir fertig. Darum bis gleich.
Ja, und dann haben wir ihn auch probiert und ich muss sagen, der Double schmeckt mir einfach besser, weil der wieder ein bisschen mehr an den vorherigen erinnert. Wie gesagt, der ist lecker, der Single, aber auf dem ist die Barbecue-Soße präsenter. Auf dem Double ist die Barbecue-Soße nicht so präsent, weil das Beef halt nochmal viel mehr Power hat und bringt wieder diesen Geschmack des Alten zurück. Also, da könnte man fast sagen, es ist zweigeteilt, aber der ist echt schwierig zu essen. Also, ich habe den ja auch mal mitgenommen. Meine Freundin sagte auch, der ist viel zu groß, um den so in den Mund zu nehmen. Das ist relativ schwierig, weil der wirklich extreme Dicke hat. Also wenn ihr wisst, das Ding ist so breit, also und der andere ist nur so im Verhältnis. Das ist wirklich dieses doppelte Patty, ist echt krass, aber ein geiler Burger. Kriegt auch seine 5 von 5. Ich mag den einfach, der schmeckt so, wie ich es mir vorstelle und wie ein Burger schmecken soll, wenn ich beim Fastfood-Restaurant esse. So erwarte ich das. Also beide sehr, sehr gut. Ab sofort bei Burger King zu bekommen, heute seit dem 9.11. Ist heute der 9.? Ich heute müsste der 10. Doch, 9. Sorry. 9.11. Ab sofort King's Beef 2.0. Gibt weiterhin eine Empfehlung, müsst euch aber darauf einstellen, er schmeckt leider ein bisschen anders, als wie ihr ihn vielleicht schon kennt. Ja, und wenn ihr, wie gesagt, nochmal Bock habt auf ein anderes Burger-Video, was ich heute frisch für euch gedreht habe, kommt jetzt hier gleich an der Seite eingeblendet, nochmal der King's Champion Cheese und die Pommes, die es dazu auch noch gab, die Champignon-Pommes. Also für Champignon-Fans auf jeden Fall was, für mich auf jeden Fall was gewesen, weil ich liebe Champignons. Wie er geschmeckt hat, seht ihr im Video. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob. Achso, neue Burger gibt es diesen Monat November nochmal bei Burger King. Wann genau? Sch. Und was genau? Sch. Aber es kommt was.